Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Live-Webinar Interaktive Formulare mit Adobe Acrobat DC und Adobe Sign von Adobe. Mein Name ist Uli Isermeier, ich bin bei Adobe im Business Development für die Document Cloud inklusive Acrobat und ich habe einen Kollegen mitgebracht, einen Experte für Formulare, der Jan Hilmer. Vielleicht kannst du dich kurz selber vorstellen. Ja, Ulrich, vielen Dank. Ja, mein Name ist Jan Hilmer. Ich bin Geschäftsführer der Firma Formatics GmbH in Hamburg. Wir sind ein Adobe Solution Partner jetzt schon viele, viele Jahre und kümmern uns um alles, was bei Adobe mit Formularen zu tun hat, ob das jetzt PDF-Formulare sind oder eben auch die neue IAM Forms-Technologie. Ja, sehr schön. Ich würde einfach mal den Zuschauern kurz die Agenda präsentieren wollen und auch mal kurz präsentieren wollen, welche Arten von Formulare es gibt, worüber wir heute sprechen. Und dazu schalte ich mal meinen Bildschirm hier etwas größer und man müsste jetzt eigentlich auch was sehen können. Und ja, vielleicht bevor wir überhaupt anfangen, es gibt ja sehr, sehr viele Formulararten, die man mit Acrobat, Document Cloud, IAM Forms Designer, IAM Forms und so weiter machen kann. Ich habe mal so ein bisschen versucht, die Komplexität hier aufzuzeichnen. Das Erste, das Einfachste, das ist das Thema Ausfüllen und Unterschreiben. Das haben wir sogar im kostenlosen Reader drin. Das ist so wie eine Art Schreibmaschinenfunktionalität. Das heißt, man kann also auf jedem Dokument was ausfüllen. Zeigen wir auch natürlich. Dann die nächste Stufe, das sind Sign-Formulare. Das sind auch statische Formulare. Da kann man Felder ein- und ausblenden. Man kann auch Berechnungen und so weiter machen. Auch das werden wir nachher im Anschluss sehen. Und Acroforms-Formulare, die gibt es ja schon seit Acrobat 3.0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also schon seit 1996 oder sowas. Also schon eine ganze Weile her, sind auch sehr verbreitet und damit kann man natürlich auch eigentlich nicht nur auf dem Desktop das ausfüllen, sondern mittlerweile auch auf dem Acrobat Reader Mobile. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und dann gibt es sowas wie XFA-Formulare. Vielleicht kannst du da mal zwei Takte zu sagen. Ja, XFA ist letztendlich ein Standard, der von Adobe geschaffen wurde und womit eben Formulare verbreitet werden können. Die werden mit einem speziellen Werkzeug erstellt, nämlich mit dem Adobe Lifecycle Da reingucken. Ich sehe jetzt die Designer. Zuschauer nicht in den Bildschirm. Der Adobe Lifecycle Designer, der ja inzwischen abgelöst ist durch den IAM Forms Designer. Und mit dieser Technologie kann man sogenannte dynamische Formulare machen. Das heißt, es sind Formulare, die irgendwie auf Benutzereingaben reagieren können, auch so, dass sie sich erweitern können, dass ich beispielsweise in der Tabelle eine Zeile dazu schalten kann oder dass ich ganze Seiten dazu schalten kann, je nachdem, was in das Formular eingegeben wird. Genau. Dazu reicht natürlich heute die Zeit nicht. Wir werden ganz zum Schluss ein bisschen was dazu sehen. Aber wir haben ein eigenes Webinar, da möchten wir auch gleich darauf hinweisen, was wir aufnehmen werden zu dem Thema XFA-Formulare mit dem ehemaligen Lifecycle-Designer, der jetzt IAM Forms-Designer heißt. Und natürlich auch mal einen kleinen Überblick geben, was IAM Forms ist. Was ist IAM Forms? Vielleicht kannst du da zwei Sätze zu sagen. Ja, letztendlich ist es eine Plattform, ja. Also es ist ein Teil einer ganz großen Plattform, den Adobe Experience Manager und ein, ich sage jetzt mal, Modul davon nennt sich Forms. Und da kann man Formulare raufladen, unter anderem eben auch solche XFA-Formulare. Und die werden dann beispielsweise zu HTML-Formularen gerendert. Und wenn diese Formulare dann sozusagen präsentiert werden, dann kann man ganze Workflows dahinter orchestrieren und veröffentlichen, sodass klar ist, die Daten, die da eingegeben werden, dass die ganz bestimmte Wege innerhalb des Unternehmens gehen und dort Prozesse auslösen. Genau. Also das ist eine Enterprise-Lösung, die zeigen wir aber auch in einem Webinar, dass wir mal wissen, was gibt es denn da, wie ist denn das nach oben hin skaliert. Gut, anfangen wollen wir jetzt allerdings mal mit diesem Fill and Sign. Und dazu gibt es übrigens auch den Weg, wie kriege ich denn ein Blatt Papier in einen Formularprozess rein? Wir haben da eine sehr schöne App, die nennt sich Adobe Scan. Die zeige ich jetzt nicht im Einzelnen. Das können Sie sich mal runterladen. Gibt es für Android und für iOS. Also im Endeffekt auch natürlich nicht nur für Smartphone, sondern auch für das iPad oder für ein anderes Tablet.
Und da können Sie ein Blatt Papier abfotografieren, das wird mit OCR-Texterkennung umgewandelt und kann dann im kostenlosen Acrobat Reader Mobile, den Sie sich auch kostenlos runterladen können, hier ausgefüllt und unterschrieben werden. Das heißt, man kann was abfotografieren und geht dann in sein Smartphone rein von Adobe Scan und macht dann hier quasi wie eine Schreibmaschine ein Formular. Man kann sogar eine Unterschrift drunter setzen, die ist in dem Fall bei Fill and Sign noch nicht rechtsverbindlich, aber für viele Sachen eine sehr, sehr schöne Lösung, um relativ schnell vom Blatt Papier elektronisch reinzukommen. Das können Sie sich mit Ihrer Adobe-ID, mit dem Reader oder wenn Sie einen Acrobat haben, umso besser, mit dem Acrobat synchronisieren. Und dann taucht das, was Sie mal irgendwann mit Adobe Scan hier eingescannt haben, auch natürlich selbstverständlich hier im Acrobat und im Reader auf. Das heißt also, das, was ich hier gemacht habe, hatte ich mal abgescannt. Ich kann es mal groß machen, dann sieht man das. Könnte ich jetzt auch natürlich nicht nur Smartphone bearbeiten, sondern könnte das natürlich auch hier im Acrobat weiter bearbeiten und dann wird das im Endeffekt halt hier direkt sehr, sehr schön synchronisiert. Das sieht man hier und dann kannst du da direkt, sag ich mal, mit Fill and Sign auf dem Desktop auch weiterarbeiten. Ja? Ich lade das mal kurz runter. Ich weiß nicht, Das warum. mobil zu machen ist ja sehr smart, sage ich mal, so ad hoc. Beispielsweise meine Tochter, die hat eine Wohnungsbesichtigung gehabt, da mussten sie so einen Erhebungsbogen ausfüllen. Ja. Konnte sie abfotografieren und dann eigentlich sofort nach der Wohnungsbesichtigung anfangen, ihre Daten einzutippen. Ja. Und der Makler hatte eigentlich 10 Minuten später schon ihr Profil. Sie war die Erste, die es abgeliefert hat und einen Zuschlag gekriegt. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man digital ist und schnell ist. Und hier, das ist ein Visa für einen Kollege. Das habe ich im Prinzip hier ganz schnell abfotografiert. Du siehst es und ich habe es direkt in Acrobat drin. Man kann dann natürlich jetzt hier auch noch editieren und so weiter. Das ist aber nicht das Thema von heute. Wir wollen jetzt einfach das mal zeigen, wie sowas geht, wenn du sowas als Foto rübergeholt hast, also nicht mobil gleich umwandelst, sondern du hast ein Foto gemacht und ziehst es rüber, denn Fill and Sign gibt es auch im Acrobat. Und das möchte ich mal kurz zeigen. Das finden Sie hier unter Ausfüllen und Unterschreiben. Und das ist neu, das ist eine neue Oberfläche, die wir jetzt seit Mai im Acrobat DC drin haben. Fill and Sign, also diese Schreibmaschinenfunktion, findet man hier unter Ich, also nur ich, only me in Englisch, soll das hier entsprechend ausfüllen, unterschreiben. Jetzt stellst du fest, oh, das ist ja hier verzerrt. Und dafür gibt es eine ganz tolle Funktion, nämlich wir haben ja hier eine Scan-Engine in Acrobat drin und dann gibt es auch eine entsprechende Kameraentzerrung. Das heißt, du könntest jetzt vorher dieses automatisch erkennen lassen, könntest so wie beim Smartphone die Ränder hier entsprechend machen, sagst Seite erweitern, dann wird es umgewandelt und ich sage, jetzt kommen noch die Kaffeeflecken raus, den Rest lasse ich drin und dann können wir sagen, okay, das ist mein Formular. Jetzt ist es natürlich noch nicht umgewandelt, es ist noch mit Pixel und so weiter, kann man natürlich hier jetzt noch beispielsweise hergehen und irgendwas editieren. Das heißt also, ich könnte jetzt hier vielleicht noch in dem Formular was ändern. Zum Beispiel ist Global Corp nicht das Richtige, sondern die Firma heißt jetzt hier beispielsweise Meyer AG. Und so kann man in einem gescannten Dokument halt irgendwas ändern. Und jetzt kommt Fill and Sign zum Einsatz. Ich zoome da mal ein bisschen näher drauf. Dann kann man das sehen. Und jetzt könntest du mit dieser Schreibmaschinenfunktion von Fill and Sign hier arbeiten, ausfüllen, unterschreiben. Ich sage ich. Und jetzt kommt hier sozusagen diese Schreibmaschine. Und dann könnte ich jetzt hier beispielsweise sagen, zwischen Adobe, wenn du sowas schon mal gemacht hast, der merkt sich natürlich deine Credentials. Du kannst die Größe, die Textgröße dann einmal einstellen. Und wenn jetzt hier den Namen, beispielsweise Ulrich Isermeier, das habe ich halt schon öfters getippt, dann merkt er sich das. Ich brauche das nicht jedes Mal neu machen. Und hier nehmen wir mal die Adobe-Adresse, Georg Brauchtering 58 und dann noch schreiben wir hier München rein. Was möchte ich hier quasi an Informationen teilen? Wir sagen mal hier Document Cloud
Und damit habe ich dann im Endeffekt halt auch sowas ausgefüllt. Wenn du Formulare im Behördenwesen hast, dann haben die solche Kästchen, dann kann man das natürlich hier auch machen. Das siehst du hier mit dem Umschalter. Und da gibt es natürlich noch mehr Werkzeuge, wie hier oben auch sichtbar zum Ausfüllen von irgendwelchen Kästchen. Du kannst Striche reinmachen und so weiter. Last but not least gibt es dann hier das Unterschriftenfeld. Ja. Und auch da kann ich die Schreibmaschine jetzt hier ganz einfach nehmen. In dem Fall sollte man seinen Namen auch richtig haben. Und hier nimmst du das Datum von heute, 2019. Und jetzt gibt es hier so einen Unterschriften-Button. Und das habe ich natürlich schon mal gemacht. Ich habe mir die eingescannt. Und auch da kann man die Größe hier ändern. Das, was hier sehr schön ist, das ist transparent. Ja. Das heißt, es sieht wirklich so aus, als ob ich das auf ein Blatt Papier unterschrieben habe. Und wenn ich jetzt weiterklicke, dann kann ich das hier noch speichern unter einem bestimmten Namen und könnte hier noch einen Link generieren. Ich habe das schon mal gemacht. Das Schöne dabei ist, dass das jetzt über den Adobe Sign Server läuft. Ist übrigens in dem Fall ein kostenloser Service, der sogar auch im Reader funktioniert. Und dann sieht es im Endeffekt dann nachher so aus, das wird hier versiegelt, ja, und dann kriegst du hier noch ein Zertifikat drauf und dieses Zertifikat sichert dein Dokument und da kann keiner mehr was rummanipulieren. Das toppt natürlich, ne? Ich habe schon zig solcher Formulare auf diese Art und Weise ausgefüllt, weil wenn ich das von Hand machen würde, ich könnte meine eigene Schrift nicht lesen. Ja? Ja. Und wenn ich einfach nur ein Papier habe, was ich eigentlich auch als Papier wieder abgeben soll, dann mache ich das genau auf diese Art und Weise. Genau. Gut, also das war ganz in Kürze mal Fill and Sign. Da sieht man das, wie das auf dem iPad aussieht. Probieren das einfach mal aus. Ist eine kostenlose Geschichte und die für Acrobat-Anwender natürlich noch viel weiter geht. Das haben wir ja gerade gesehen. Kommen wir als nächstes zum Thema Acroforms. Acroforms-Formulare kennen wir ja ewig schon. Ich möchte mal kurz zwei Sachen zeigen. Das erste, wie die Formularfelderkennung funktioniert in Acroforms. Und du gehst dann mal sehr, sehr detailliert auf die ganzen Formularfelder ein. Und damit die Leute überhaupt wissen, was ist Acroforms, schalten wir jetzt mal auf deinen Rechner rüber. Und dann könnte man das eigentlich auch schon Ja, sehen. Genau. die Basis für einen Acroform ist ja letztendlich immer irgendein Layout. In diesem Fall habe ich das Layout halt in Word gebaut. Macht man normalerweise natürlich mit InDesign. Aber letztendlich geht es darum, ich brauche ein Grundlagenlayout und überführe dann dieses Grundlagenlayout in eine PDF-Datei. Und wenn ich die PDF-Datei dann hier habe, dann geht es darum, dass ich jetzt diese Schicht der interaktiven Formularfelder auf das Formular aufbringen möchte. Dafür gibt es innerhalb von Acrobat hier den Bereich Formular vorbereiten. Und hier unten werde ich gefragt oder kriege ich die Informationen, dass die automatische Formularfelderkennung jetzt gerade aktiviert ist. Möchte ich das so beibehalten oder möchte ich das ändern? Ich lasse das, ich möchte das jetzt mal beibehalten. Gehe mal hier auf Starten. Das heißt, jetzt kommt so ein Algorithmus, der untersucht die Seite und schaut, wo könnte denn eventuell auf der Seite ein Formularfeld gefragt sein. Und in diesem Fall ist das Ergebnis hier zu sehen. Ich mache das mal in dieser Zwei-Seiten-Ansicht. Da sieht man, dass die Formularfelderkennung hier automatisch für mich die ganzen Formularfelder gesetzt hat. Wenn ich da jetzt mal in so ein Feld reingehe, ich gehe mal hier in diesen Vorschau-Modus, dann seht ihr jetzt hier blau hinterlegt. Das kommt eben von Acrobat, damit man auch sieht, dass hier jetzt ein Formularfeld ist. Und beispielsweise kann ich jetzt hier reinklicken und etwas ankreuzen. Und Sie sehen schon, dass das jetzt hier mit so einem ausgefüllten Quadrat gefüllt ist. Das ist also etwas, was mir die Formularfelderkennung dort automatisch reingesetzt hat. Wenn ich das eventuell nicht möchte, dann kann ich jetzt wieder in diesen Bearbeiten-Modus gehen und kann zum Beispiel mal alle Felder, die hier sind, markieren und gehe in die Eigenschaften dieser Felder. Und in den Eigenschaften der Felder kann ich festlegen, hier bei den Optionen, was für einen Kontrollkästchen-Stil ich wählen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kein Quadrat, sondern ich möchte das Ganze als Kreuz haben, dann kann ich sozusagen diese Formularfelderkennung nachträglich überschreiben. Ja, und das macht auch Sinn. Dieser Algorithmus, das ist schon toll, das spart einem wirklich viel Arbeit.
mit einem Klick automatisch die Felder dort positioniert zu bekommen. Aber nicht immer ist das genau so formatiert, wie man es gerne haben möchte. Ja? Und da kann man jetzt auch im Vorwege nichts groß einstellen, dass man sagt, nimm bitte immer die Schrift oder nimm bitte das, den Stil oder den Stil. Der macht das mit einem Klick automatisch. Und wenn ich was anders haben möchte, dann kann ich das jetzt halt nachträglich hier bearbeiten. Nachträglich bearbeiten heißt zum Beispiel auch, dass ich am Feld sagen kann, ich gehe jetzt nochmal hier in so ein, dieses Textfeld hier rein, dass es beispielsweise ein erforderliches Feld sein soll. Was heißt das jetzt? Ein erforderliches Feld ist ein Feld, was ausgefüllt werden soll. Und jetzt ist die Frage ja, bevor was passiert. Mhm. Der Mechanismus von Acrobat, der sagt, bevor die Daten versendet werden. Wann werden die Daten versendet? Wenn ich jetzt mir beispielsweise hier eine Schaltfläche hinzu positioniere, dass ich in die Eigenschaften gehe. Diese Schaltfläche, die kann ich jetzt beeinflussen. Also ich kann halt sagen, was soll da draufstehen. Zum Beispiel per Mail senden. Und dann möchte ich noch definieren, was passiert denn, wenn ich darauf klicke. Und da kann ich hier einen Auslöser auswählen. Das ist Maustaste loslassen und sagen, was soll denn dann passieren. Und dann sage ich jetzt hier beispielsweise, ich möchte das Formular senden. Ich gehe auf Hinzufügen. Was möchte ich denn vom Formular senden? Das gesamte PDF-Dokument. Wohin? Und da gebe ich jetzt mal eine E-Mail-Adresse ein, an die das geschickt werden soll. Das ist jetzt mal die Informatikadresse. Sage OK. Machen wir das Feld hier noch ein bisschen größer. Das mache ich mit der Pfeiltastatur zum Beispiel. Und gehe jetzt hier in die Vorschau. Hier steht per E-Mail senden. Ich klicke da jetzt drauf. Und da wird mir jetzt gesagt, ah, Moment, das kann jetzt nicht versendet werden, weil es sind nicht alle erforderlichen Pflichtfelder ausgefüllt. Ja klar, ich habe ja auf der ersten Seite mir ein Feld angelegt und das wird hier von Acrobat auch gleich ganz rot markiert, dass ich sehen kann, ah, das handelt sich also um ein Pflichtfeld. Da gebe ich jetzt mal irgendwas ein, einfach mal meinen Namen. Jetzt ist das Pflichtfeld ausgefüllt und am Ende kann ich dann das Formular hier senden, indem ich auf Per Mail senden klicke. Und da sieht man, das geht an die hinterlegte E-Mail-Adresse, ist ein Betreff drin und das ausgefüllte PDF-Dokument wird hier als Anhang einfach mitgesendet. Also das mal so ein Schritt zum schnellen Formular, Formularfelderkennung, vielleicht noch ein bisschen manuelle Nachbearbeitung und dann der Versand hier per E-Mail. Das hat jetzt hier, was, 2, 3 Minuten gedauert. Gut, es gibt ja im Prinzip auch noch eine in Acrobat eingebaute Methode mit Formular verteilen, erfassen, zusammenführen. Auch die wollen wir mal kurz zeigen und dazu schalten wir mal ganz kurz auf meinen Bildschirm hier um. Und das sieht dann so aus, du hast eine Formularfelderkennung. Und wenn du sagst verteilen, dann kannst du es an einen bestimmten E-Mail-Verteiler an 50 Leute schicken. Und dann wird automatisch ein sogenanntes Portfolio als Antwortmappe generiert. Und jedes Mal, wenn einer das beantwortet per E-Mail oder das auf einem Server wie SharePoint oder einem WebDev-Server erscheint, wird dieses Antwortportfolio gefüllt. Und das kann man dann in Excel-Tabelle exportieren. Wie das geht, einfach mal ganz kurz, damit Sie das mal gesehen haben. Ich habe jetzt hier ein ähnliches Beispiel wie der Jan, also auch ein Formular. Wir gehen einfach Formular vorbereiten und sagen jetzt genau wie das, was du vorhin gesehen hast, starten. Formularfelderkennung ist erfolgt. Er hat auch die Namen erkannt. Übrigens, dazu gibt es ein schönes Anleitungsheft, welche Formularfelder auch erkannt werden mit entsprechender Benamung, dass es nicht hinterher von undefined in einen Namen ändern müssen, was beachtet werden muss und so weiter, können wir Ihnen gerne zusenden. Wir haben im Anschluss ein Feedback-Formular, können Sie das gerne anfordern. Jetzt gibt es hier unten aber noch das Thema Verteilen. Und bei dem Thema Verteilen, wenn Sie da draufklicken, dann hat man hier jetzt die Aufforderung, man soll das erstmal speichern. Und das kann ich jetzt einfach mal machen. Ich sage mal, das ist Ocean Queen 2. Und jetzt kann ich mir aussuchen, per E-Mail oder per interner Server. Wenn man das per E-Mail macht, dann geht es über seinen
Outlook oder einen anderen Web-Client, es geht sogar über Gmail oder sowas. Interner Server, da könnte ich mir jetzt raussuchen, SharePoint oder WebDev. Mhm. Lasse ich jetzt mal weg, aber probieren Sie es aus und dann wird das auf den Server gewandelt. Und jetzt passiert Folgendes, wenn ich das jetzt hier sende, dann geht es in mein Outlook rein. Wenn ich es jetzt später machen will, dann kann ich das auch lokal speichern. Und was da passiert, da werden jetzt drei Dateien angelegt. Die erste Datei ist eine Datei, die entsprechend das verteilte Dokument beinhaltet. Und es wird auch automatisch Folgendes gemacht. Es wird hier dieser sogenannte Tracker gestartet. Den kann ich mal hier ein bisschen größer machen, dass man das auch sieht. Und zwar, ich habe das schon mal gemacht per E-Mail. Der speichert jetzt alle E-Mail-Adressen, an die ich das geschickt habe, mit Outlook. Und ich sehe sogar, ob die schon geantwortet haben. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn das auf dem Server zurückgespeichert wird, dann merkt der das automatisch. Wenn Sie das per E-Mail zurückkriegen, machen Sie einfach einen Doppelklick auf diese ausgefüllte PDF-Datei. Dann wird das hier entsprechend ausgefüllt. Und man kann dann in diese Antwortdatei direkt reinklicken. Du siehst, da ist jetzt natürlich noch nichts drin. Mhm. Ja? Das heißt, da landen dann die ganzen Rückläufer und man sieht, welche E-Mail zurückgekommen ist und hat dann sozusagen einen Überblick über seinen gesamten Prozess. Ganz genau. Und ich habe das natürlich schon mal vorbereitet, wie beim Fernsehkoch. Das heißt, wir haben jetzt diese ganzen Antworten schon bekommen und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, hier sind jetzt die ganzen Antworten drin. Man kann übrigens auch händisch die Antworten hinzufügen. Das heißt, wenn das ausgefüllt wurde, dann kann ich halt hier sagen, okay, welche PDF-Datei möchte ich denn dann noch dazu machen? Dann kommt hier eine dazu, die haben wir allerdings schon drin wahrscheinlich. Und dann meckert er jetzt rum, die habe ich schon. Und dann wird die reingenommen. So, die ist noch nicht drin gewesen. So, jetzt möchte ich eine Excel-Datei haben und deswegen gibt es hier einen Export-Button. Und dann kann ich sagen, alle exportieren oder ausgewählte. Und dann geht das in eine CSV oder in eine XML-Datei. Auch das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Ich mache das mal hier in eine CSV-Datei und wir gucken uns die gleich mal an. Denn das könnten Sie jetzt in Ihrem System benutzen. Wie gesagt, das gibt es schon ganz, ganz lange. Das ist jetzt nichts Neues, was wir jetzt neu erfunden haben. Das gibt es schon ewig. Wir zeigen ja gleich, wie man das auch mit Sign sehr, sehr schön noch machen kann. So, aber es ist trotzdem eine der meist angefragten Funktionen, die ich jetzt sozusagen angefragt bekomme. So, wie kriege ich eigentlich Formulardaten? Ja, wie kriege ich die eigentlich auswertbar in irgendein auswertbares Format, beispielsweise Excel? Genau. Und da ist das halt hervorragend möglich, ohne dass man irgendwas ohne IT. Ja. Ja. Also nicht wundern, ich habe hier ein Mac, das ist Numbers und nicht Excel, aber der macht es gleich schön formatiert, hier diese CSV-Datei. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Nehmen wir mal an, du hast das mit der Antwortdatei nicht, aber du hast 20 Formulare und die sind alle ausgefüllt. Mhm. Wie kann man das umwandeln? Und auch das möchten wir Ihnen mal kurz zeigen. Sie gehen in irgendeine von diesen Formularen rein. Das ist jetzt ein ausgefülltes beispielsweise. Und jetzt gibt es hier bei den Formularen einen Werkzeugkasten, da steht mehr. Wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie hierher und könnten jetzt sagen, Datendatei in Tabelle zusammenfassen. Und was Sie jetzt machen müssen, Sie müssen jetzt einfach nur die Dateien hinzufügen, die Sie bereits haben. Und deswegen gehe ich jetzt mal hier in die Ocean Queen Rücksender rein und sage, okay, ich habe da eine ganze Menge, bitte hol mir die alle rein. Wähle die aus und wenn Sie das jetzt exportieren in eine CSV-Datei, das mache ich auch, dann hat die den Namen Bericht und da kommt im Prinzip genau das gleiche Ergebnis raus, wie das, was wir vorher gesehen haben. Im Endeffekt unterscheiden die zwei sich nicht, ist nur ein anderer Weg. Ja. Ja. Also das war uns wichtig, dass wir Ihnen das mal zeigen, so können Sie das machen, auch wenn Sie mehrere Formulare haben, das in Excel rüber zu kriegen. Bevor wir jetzt auf das Thema Sign kommen, möchten wir Ihnen aber natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema Acroforms zeigen. Und
Jan, du machst, wie lange machst du Formulare? 20 Jahre bestimmt schon, 20 ja. Jahre, also das ist der absolute Supercrack, was Formulare anbetrifft. Du machst ja auch Dienstleistungen, Schulungen und so weiter. Formatix.de, ich mache jetzt mal einfach Schleichwerbung für dich hier. Du zeigst uns das jetzt mal und aus deiner Erfahrung vielleicht mal die Sachen, die am meisten auch angefragt werden bei den Kunden. Deswegen schalten wir jetzt mal wieder kurz zu deinem Rechner rüber. Ja, wobei das natürlich ein bisschen zu komplex wäre, ja, sozusagen Kundenprojekte zu erläutern. Die sind natürlich auch immer sehr spezifisch. Aber gehen wir so ein bisschen nochmal auf das Werkzeug ein. Ja, also wenn ich jetzt Formulare mit dem Acrobat mache, ich habe jetzt einfach mal ein anderes hier geöffnet, so eine Tabelle, da gibt es ja dann immer so ein paar Tricks oder Dinge, die einem die Arbeit leichter machen. Und ich gehe mal in diesen Formular-Bearbeiten-Modus. Hier kriege ich mal Felder angezeigt, die schon da sind und eine Sache, die man vielleicht mal wissen sollte, wenn man ein Feld, ein Acrobat hat und dieses Feld jetzt einfach mal dupliziert, ja, ich markiere das und schiebe das jetzt sozusagen mit gedrückter Maustaste hier rüber. Jetzt habe ich eine Doublette davon und in dem Moment, wo ich zwei Felder habe, die denselben Namen haben, ja, bekommen die auch denselben Wert. Ja. Das heißt, mal eben ein Feld kopieren kann man gut machen, aber es bekommt dann automatisch auch immer denselben Namen. Das kann man sich natürlich zu Hilfe nehmen, wenn jetzt beispielsweise der Name in einem Vertrag oder wie auch immer häufiger abgefragt wird, dann brauche ich den nur an einer einzigen Stelle eingeben und er erscheint dann auf allen weiteren Seiten. Das kann einem aber natürlich auch zum Nachteil werden, wenn man mal eben schnell so einen ganzen Baukasten nehmen will und so einen Baukasten vervielfältigen will. Also beispielsweise hier unten bei dieser Tabelle, ja, da habe ich jetzt eine Zeile. Und in dieser Zeile möchte ich jetzt Artikeldaten eingeben. Artikel, eine Beschreibung, eine Menge, ein Stückpreis und ein Betrag. Und diese Zeile, die habe ich jetzt, die möchte ich jetzt für diese Tabelle sozusagen vervielfältigen. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und einfach sagen, okay, ich nehme mir jetzt diese Zeile, mache dasselbe wie oben, ziehe das hier nach unten und habe jetzt eine Doublette davon. Jetzt heißen die Felder ja aber gleich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt oben was eingebe, dann wird eigentlich in allen Zeilen überall immer derselbe Wert erscheinen. Das ist also in dem Fall schwierig. Ich müsste in jedes einzelne Feld reingehen und das umbenennen. Einfacher ist, man markiert die Zeile, geht da mit der rechten Maustaste rauf und kann jetzt hier sagen, man möchte mehrere Kopien erstellen. Und da sieht man das schon hier in der Voransicht. Ja, ich kann jetzt die Anzahl der Kopien festlegen und kriege auf diese Art und Weise diese Tabelle relativ schnell gefüllt, sag okay. Und fertig sind meine Formularfelder. Und das Interessante daran ist, jedes einzelne Feld bekommt sozusagen auch einen ganz eigenen Namen. Und das ist das Entscheidende in diesem Fall. Das heißt, Acrobat macht diese Benennung der Felder für mich hier automatisiert. Und das ist natürlich eine große Hilfe. Dann ist es so, ich kann das Ganze jetzt erweitern, ja, beispielsweise um Kalkulationen. Ich könnte hier hinten jetzt eine Betragskalkulation tätigen. Dafür gibt es ja hier in den Eigenschaften der Felder eben unterschiedlichste Möglichkeiten, Skripte zu hinterlegen. Ja, also das heißt, War was für uns. genau, das heißt in dem Fall, unser Acrobat kann nicht nur sozusagen Daten aufnehmen, sondern kann mit diesen Daten auch was machen, kann sie formatieren. Kann sie beispielsweise in diesem Fall halt berechnen. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Summenrechnung machen, kann mir jetzt meine Felder zusammenklicken, was ich denn berechnen möchte, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Skript eingeben muss. Aber manchmal kommt man eben auch gar nicht drum herum, ein Dokument intelligent zu machen. Und da möchte ich jetzt einfach mal in ein anderes Beispiel springen, das mal vielleicht ganz kurz zeigen. Hier habe ich so ein Scripting-Beispiel vorbereitet. Nennt sich Obst-Gemüse. Ganz rudimentär, aber es soll einfach mal zeigen, wie man mit sowas umgehen kann. Also ich habe hier zwei Felder und abhängig davon, was ich in dieser ersten Dropdown auswähle, wenn ich jetzt Gemüse wähle, dann wird die untere Dropdown eben mit Gemüsesorten befüllt. Während wenn ich Obst auswähle, dann wird die untere Dropdown eben mit Obstsorten befüllt. Ja, sowas lässt sich letztendlich nur über ein Scripting halt abbilden. Und da können wir mal kurz reingucken. Das heißt, ich gehe mal in dieses Feld rein. Und jetzt gibt es ja hier die unterschiedlichsten Paletten, wo ich hingehen kann. In dem Fall ist das zum Beispiel hier unter Format, ja, benutzerdefiniertes Tasteneingabeskript. Also sprich, in dem Moment, wo ich meine Auswahl getroffen habe, soll so auch sofort die Entscheidung getroffen werden. Und da ist jetzt ein JavaScript hinterlegt. Und
Klar, jetzt bin ich natürlich an einem Punkt, wo ich so ein bisschen um den Umgang mit einer Syntax nicht drum herum komme. Das heißt, das Ganze ist natürlich dokumentiert. Es gibt eine JavaScript-Spezifikation von Adobe, wo genau festgelegt ist, was gibt es eigentlich für Objekte, was gibt es für Methoden, für Eigenschaften. Und wenn es darum geht, wie gehe ich eigentlich mit der Syntax um, dann bezieht sich da Adobe auf das sogenannte Core-JavaScript. Jetzt ist das natürlich nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, für Nicht-Programmierer geeignet. Das ist jetzt keine Rocket Science, aber wenn Sie solche Anforderungen haben, klar, du bist einer von mehreren Dienstleistern, die es in diesem Umfeld gibt. Wir haben in anderen Webinaren schon andere Dienstleister auch Beispiele gezeigt. Aber sowas würdest du auch als Dienstleistung übernehmen, für einen Kunden solche Skripte zu programmieren. Absolut. Haben wir zum Beispiel schon getan. Also für viele Kunden schon, aber unter anderem hier zum Beispiel auch ein Projekt mit der Versicherung hier. Ich mache das mal kurz auf. Auch ein intelligentes Dokument. Und wenn ich das öffne, dann war hier die Anforderung, dass beispielsweise diese PDFs, wo so Beitragstabellen drin sind, die sind irgendwann veraltet. Ja. Und dann öffnet vielleicht ein Kollege, der irgendwie sich lange nicht synchronisiert hat, irgendwann mal so ein Beitragsdokument und das ist veraltet. Ja. Ja, hier ist so eine Art Laufzeit drin. Das ist eigentlich ganz einfach geregelt, ja, über eine Abfrage des aktuellen Datums, und dann haben wir da so eine Art Deckel draufgelegt, die halt, wo halt gesagt wird, dass diese Formularversion jetzt abgelaufen ist. Ich kann das ändern, kann ja zum Beispiel in die Eigenschaften gehen und kann das jetzt hier in ein lauffähiges Datum ändern. Machen wir mal 22. Gut, das ist jetzt natürlich geschützt. Das ist beim Demo-Beispiel, aber so der Kunde würde das nicht ändern können. Richtig, der Kunde natürlich würde jetzt da nicht was ändern und dann geht's, sondern der bräuchte jetzt ein neues Formular. So ist es. Genau. Ja, das heißt, beim nächsten Öffnen wäre jetzt praktisch dieser Deckel da nicht mehr zu sehen. Ja, mach doch mal. Ja, du stellst mich hier auf die Probe. Ne? Kann ja jeder machen. Gucken wir mal. Ja. Nicht mehr da. Super. Der Rudi weiß genau, wo die Pain Points sind, ne? Ja, okay. Dieses Projekt haben wir dann sogar noch ein bisschen erweitert und hier so eine gesamte Tarifrechnerlogik sozusagen eingebaut. Das heißt, eigentlich gibt es hier so eine Art Beitragstabelle, die ist hier zu sehen. Ja, das heißt, hier kann man sehen, hier ist das Alter festgelegt und ein Alter für Männer, Frauen und in einem bestimmten Tarif kostet für die Anwender so und so viel. Das heißt, im Beratungsgespräch musste beispielsweise jetzt hier der Kollege wirklich genau in der Excel gucken, in welcher Zeile kriege ich eigentlich welchen Tarif raus. Und wir haben praktisch diese gesamte Tabelle beispielsweise mal in so ein PDF überführt. Und die Tabelle, die ist natürlich dann nicht sichtbar, das heißt, die ist im Dokument. Die ist im Dokument als JavaScript drin, das kann ich auch kurz zeigen. Ja? Hier greife ich sozusagen auf das Scripting zu. Hier habe ich jetzt JavaScript-Einweisungen für Dokumente und hier oben sind jetzt Skripte hinterlegt. Ja? Unterschiedliche Kontrolle und hier zum Beispiel auch diesen Datenspeicher. Und da sieht man, das ist eigentlich das, was eigentlich in der Excel-Tabelle ist, hier als so ein Array abgelegt. Das haben wir jetzt ins Dokument auf diese Art und Weise hinterlegt. Und jetzt können wir auch anfangen, damit zu rechnen. So, das heißt, ich kann jetzt anfangen, das Formular hier auszufüllen. Ich kann zum Beispiel sagen, ob ich männlich oder weiblich bin. Ich gebe hier kurz meinen Namen ein und dann gebe ich ein Geburtsdatum ein. Und da haben wir beispielsweise auch Logik drin. Ja? Also beispielsweise so ein Datum wie 30.02. Ja. Irgendeines Jahres, ja, kann ich hier nicht eingeben. Ja, gibt es einfach erst. Ja. Ich gebe jetzt mal irgendein Datum ein, nehmen wir hier 12.12.2000. Da habe ich mich vertippt und schon meckert da. Und wenn ich dann den Versicherungsbeginn eingebe, dann weiß ich auch, wie alt ist denn eigentlich der Anwender, der dieses Dokument jetzt ausfüllen soll. Jetzt habe ich hier so einen Check, den ich auch überspringen kann und gehe einfach mal auf die nächste Seite und jetzt kann ich sagen, welchen Tarif ich wählen möchte, und automatisch, wenn ich hier den entsprechenden Tarif wähle, dann sehe ich sofort, was kostet denn einem, ich glaube in diesem Fall 19-jährigen männlichen jungen Mann, der Tarif 721. Ja. Ja. Und wenn er dann halt noch einen Zahn dazu nehmen möchte, dann wird es hier halt auch automatisch gerechnet. Ja, das ist natürlich
mega komfortabel. Das heißt, man kann überhaupt keinen einzigen Fehler machen, weil das Ding im Endeffekt halt alle Fehler eliminiert. So ist es ja, genau. Und diese ganze Logik, ja, die ist in diesem Dokument drin. Das ist ja das Tolle am PDF, ja. Das heißt, wir haben das in diesem Dokument, wir verschicken dieses Dokument jemandem per E-Mail oder geben das auf Stick oder zum Download Und und automatisch ist alles drin. der ist in Nimbuktu unterwegs und hat keinen 100 Mbit WLAN, ja, Genau. und kann das trotzdem Und kann einen ausführen. Zahnplus-Tarif abschließen. Super. Ja, sehr schön. Hast du noch ein Beispiel Ja, oder? vielleicht abschließend, es gibt von Adobe selber auch so eine Art Success Story, gerade zu diesem Projekt mit der Allianz. Und diese Success Story, die öffne ich mal hier. Das ist so eine Art White Paper, nennt sich das. Und da haben wir jetzt was Nettes eingebaut, ja. Auch über JavaScript. Das heißt, wenn ich hier bitte kontaktieren Sie mich anklicke, dann hat dieses Dokument eigentlich gar keine Formularfelder. Aber trotzdem möchte ich Daten erfassen. Das haben wir hier über ein Scripting gemacht. Das ist so ein genanntes Alerter-Objekt. Da können wir sogar ein Logo hinterlegen. Haben wir hier von Adobe gemacht. Und jetzt kann ich anfangen, hier da was einzugeben. Ich mache das mal ganz schnell. Okay, das heißt, so geht's ganz schnell. Und Könnte man jetzt auch noch checken, dass das richtig zum ist? Beispiel, ja, oder wenn ich jetzt weitergehen möchte, dann sagt ihr mir, nee, Moment, das ist nicht vollständig. Ja, da ist auch eine, so eine ganze Pflichtfeldprüfung hinter. Macht das nochmal hier auf die Schnelle. Weiter und am Ende entsteht jetzt hier eine E-Mail. Und da sind die Daten, die ich eben hier eingetippt habe, sind hier nochmal alle aufgeführt. Ja, die sind jetzt hier praktisch in dem Mailtext mit drin und können jetzt in diesem Fall von der Marketingabteilung verarbeitet werden. Magic sozusagen. Und das mit dem Logo noch ganz kurz gezeigt. Das war das Adobe-Logo und das haben wir dann natürlich für uns auch nochmal gemacht. Und da sieht man, dass man das Ja, branden kann, würde ich sagen. okay, super, klasse. Okay, jetzt haben wir natürlich nicht unendlich Zeit, hier alle Funktionen der Acroforms-Formulare hier zu erläutern. Ich möchte jetzt deswegen mal zu dem nächsten Kapitel rüber wechseln. Übrigens, wenn Sie Fragen haben, wir werden Ihnen im Anschluss auch noch mal so ein Formular einblenden. Da können Sie dann Ihre Fragen loswerden. Ich weiß nicht, ob der Live-Chat funktioniert. Dann können Sie die auch jetzt reinschreiben, Ihre Fragen in den Live-Chat, und könnten dann hergehen und darauf warten, bis wir dann endlich mal fertig sind und würden dann auch diese Fragen beantworten. Wir bleiben auch länger drin. Das heißt also, auch wenn diese Aufnahme quasi vorbei ist, werden wir die Fragen im Chat beantworten. Gut, also kommen wir zum Adobe Sign. Wir haben ja eben schon gesehen, und dazu müssen wir mal vielleicht mal auf meinen Rechner umschalten, damit man das auch tatsächlich sieht. Wir haben jetzt hier nochmal dieses gleiche Formular. Und ich mache das mal ein bisschen größer, weil das ist ja dann vielleicht doch ein bisschen klein. Jetzt sind hier noch keine Formularfelder drin. Formularfelderkennung hast du ja schon kurz gezeigt. Ich würde jetzt hier mal hergehen. Und jetzt gibt es hier, wenn Sie Acrobat DC, also die entsprechende Subscription-Version von Acrobat haben und nicht 2017, die mit Seriennummer ohne Subscription, dann erscheint hier ein Feld: Dieses Dokument benötigt Unterschriften. Wenn Sie da draufklicken, dann passiert Folgendes: Er macht jetzt quasi die Formularfelderkennung, ja, könnte jetzt aber im Endeffekt Rollen zuweisen. Das heißt, wer soll denn das ausfüllen? Der erste oder der zweite? Und je nachdem kann man jetzt einfach hier einfach draufklicken, und jetzt siehst du plötzlich, Rolle des Teilnehmers taucht jetzt auf. Das gab es vorher nicht. Ja? Und jetzt können die sagen, das ist der in dem Fall erste oder zweite, oder es kann jeder. Und das ist ein erforderliches Feld beispielsweise. Und dann kann ich das hier schließen. Das gleiche gilt natürlich hier. Kann sagen, okay, was ist das? Ein Text, und das ist der Unterzeichner 1 oder 2. Und ich mache jetzt hier mal 1. Was hatte ich hier? 2. Und da 1. Das macht jetzt keinen Sinn, aber es ist vielleicht doch, wir machen das ordentlich. Wir machen hier auch 2 und da auch 2. Und wir machen aber den Inhalt von diesem entsprechenden Formular. Den machen wir jetzt auf die Rolle 1. So, das geht in Acrobat. Könnte das vorbereiten, das passt soweit. Hier unten, da siehst du so Felder wie
die hat er automatisch erkannt, ja, die könnte ich aber jetzt hier weglöschen und könnte da einfach Felder reinschieben, die jetzt für Adobe Sign spezifisch sind. Und das sieht man hier oben, das hat sich also auch ein bisschen geändert. Das heißt, hier gibt es ein Signaturfeld, wenn ich Signaturen haben möchte. Vielleicht in dem Fall könnte ich das hier als eine Signatur haben, das ist der zweite Signierer. Und ich kann jetzt hier noch den Namen, den Titel und so weiter hier rüberziehen. Und in dem Fall nehmen wir das mal. Das heißt, das wäre jetzt hier sozusagen der Name. Und dann gibt es noch das Datum. Da wird das aktuelle Datum von dem zweiten genommen. Und wir machen das hier beim ersten vielleicht auch noch. Und dann siehst du, im Endeffekt kannst du in Acrobat das schon für Adobe Sign vorbereiten. Mhm. Hat den Vorteil, man kann seine existierenden Formulare halt gleich dafür benutzen. Ich lasse das andere mal weg und sage, das soll mal genügen. Und jetzt siehst du hier unten diesen Adobe Sign Button. Der taucht jetzt quasi auf und sagt, okay, du willst es ja verteilen. Mhm. Das ist das Gleiche wie vorher bei Ausfüllen und Unterschreiben. Andere müssen unterschreiben. Da würde ich gleich in diesem Dialog landen. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, da sind jetzt zwei Leute, die das ausfüllen. Das ist der E-Mail Central 2 und dann habe ich noch einen zweiten E-Sign Central 3. Jetzt kann man hier noch CC und so weiter machen. Das ist alles prima. Wenn ich sage, ich bin aber hier ein Enterprise-Kunde, also ich habe nicht nur die VIP-Version von Acrobat, wo ich sowas schon machen kann, mhm, sondern ich habe die Enterprise-Version von Adobe Sign oder Document Cloud Enterprise, dann habe ich hier noch viel mehr Optionen und das möchte ich mal zeigen. Das bleibt nämlich jetzt innerhalb von Acrobat. Ich wechsle jetzt sozusagen auf die Sign-Oberfläche innerhalb von Acrobat. Das Ganze spielt sich auf dem Frankfurter Amazon-Server, in Kürze übrigens auch ab Oktober auf einem Azure-Server von Microsoft hier in Europa ab. Und ich kann im Endeffekt da jetzt halt noch eine Rolle zuweisen. Also ich sage zum Beispiel, der Erste, der füllt jetzt quasi in dem Fall nur ein Formular aus. Ja? Oder der soll nur unterschreiben und der Zweite soll nur ein Formular ausfüllen. Dann kann man hier sagen, Ausfüllender. Das heißt, man könnte auch einen reinen Formularprozess machen, ohne Unterschrift, obwohl es Adobe Sign ist. Ja? In dem Fall habe ich jetzt hier eine Signatur mal reingemacht, nur damit man sieht. Und jetzt sieht man hier so ein Häkchen und ich gehe jetzt nochmal in die Überprüfung dieser Formularfelder und die werden jetzt quasi von meinem Acrobat, Acroforms, umgewandelt in Adobe Sign Formulare. Und du siehst jetzt hier schon diese unterschiedlichen Rollen. Das heißt, ich wäre zum Beispiel der Vorausfüller, dann gibt es den Hans Meyer, das ist der Erste und die Laura Müller ist die Zweite. Ich habe vorhin... Das heißt, der Workflow, der ist sozusagen eigentlich im Dokument drin. Der Anwender muss sich jetzt gar nicht groß darum kümmern, in welcher Reihenfolge irgendwas passiert. Das macht der Workflow von... Das macht der Workflow. Und das ist auch egal, ob jetzt der Erste zuerst und der Zweite, sondern die könnten beispielsweise auch gleichzeitig das Dokument kriegen. Ich hätte genau zugewiesen, wer muss denn welches Formularfeld ausfüllen. Ja? Das ist der Vorteil, wenn man das hiermit macht. Und du siehst ja, das ist ein ganz normales Acroforms-Formular, das kann hier benutzt werden. Das ist blau, das ist also die Laura Müller, die muss ihre eigenen Sachen ausfüllen. Und das ist im Endeffekt hier dieses braune Feld, das ist der Erste, der unterschreibt. Und jetzt könntest du hier hinterher nochmal sagen, naja, also der Zweite sollte ja eigentlich jetzt hier nur ausfüllen und keine Signatur machen. Dann könnte man die Signatur hier wegmachen. Ansonsten würde die Adobe Sign automatisch ignorieren und könnte jetzt sagen, naja, ich habe aus Versehen vergessen, den Namen von dem Hans Meyer und das Datum, wenn der da hier tatsächlich unterschrieben hat, hier reinzumachen. Und das Schöne dabei ist, das geht jetzt genau wie in Acroforms. Das heißt, du kannst jetzt hier diese Formularfelder anordnen. Du kannst da reinzoomen, du siehst aber, das ist eine Web-Oberfläche. Und auch da gibt es natürlich andere Datenfelder. Das heißt, du könntest jetzt hier genau wie bei Acroforms ein Textfeld machen. Ja?
aufziehen, Doppelklick rein und jetzt hast du die ganzen Möglichkeiten, die man bei Formularfeldern ja auch hat. Mhm. Zusätzlich natürlich die Rolle, also in dem Fall Hans Meyer oder Laura Müller. In dem Fall gebe ich mal der Laura Müller, weil die macht das nämlich mobil, wird die jetzt hier dieses Formularfeld ausfüllen. Und außerdem gebe ich noch zum Beispiel ihr ein Feld dazu, das wäre, also ich sage jetzt hier zum Beispiel, das ist ein Bemerkungsfeld, kann man also auch umbenennen. Bemerkung beispielsweise. Und ich sage, wenn die das Bemerkungsfeld ausgefüllt hat, dann kann sie zusätzlich noch einen Dateianhang hier mit abschicken. Und auch den Dateianhang, das könnte eine Datei wie eine Excel-Datei sein, die wird dann umgewandelt in PDF. Oder es könnte sogar ein Foto sein, soll von der Laura Müller angehängt werden. Das heißt aber, da findet sozusagen immer eine Interaktion mit dem Server statt. Das heißt, der Anwender füllt irgendwas aus, schließt das ab und diese Information wird sozusagen an den Sign-Server gesendet. Der weiß dann, welchen Zustand, welchen Prozesszustand das Dokument eigentlich hat. Genau. Ja, und der Anwender wird dann sozusagen über diesen Assistenten zu den Dingen geleitet, die für ihn relevant sind. Genau. Und ich möchte jetzt hier noch eine kleine Bedingung dranhängen und das ist das Schöne auch bei Sign, dadurch, dass es ein Webformular ist, das ist immer noch keine Flexibilität wie bei dynamischen Lifecycle-Designer, Forms-Designer-Formularen, aber ich könnte sagen, diesen Dateianhang möchte ich nur, wenn eine bestimmte Bedingung, nämlich Bemerkung ist Jan. Wenn ich da Jan reinschreibe, dann taucht das Feld auf, sonst nicht. Das ist das, was wir in Acroforms eigentlich jetzt über JavaScript abbilden müssten. Genau. Ja, das muss ich hier gar nicht skripten, das macht die Oberfläche von mir. Genau. So, das heißt, ich sehe das Feld erstmal nicht, aber wenn ich hier nachher Jan reinschreibe, dann kommt's. Ja, wir werden sehen, ob es klappt. So, und jetzt geht das weiter. Jetzt kann ich hier sagen, senden. Und das Schöne dabei ist, das wird jetzt sozusagen genau wie bei Adobe Sign mit einer Bestätigung gemacht. Ich kann jetzt hier rausgehen und kann jetzt bei Acrobat reingehen und sagen zum Unterschreiben, ich bin hier im Enterprise unterwegs, also geht er jetzt hier in meine Verwaltungsoberfläche von Adobe Sign. Und da kann ich genau sehen, wo bin ich denn jetzt gerade. Wir haben den 2.10. Das ist dieser Vertrag. Es ist noch nicht viel passiert. Das heißt, du siehst, was da gerade passiert ist. Er wartet jetzt auf die erste Unterschrift. Vielleicht kann man mal bei dir den Bildschirm zeigen mit der Signatur in dem VIP Acrobat. Und vielleicht schaltest du das mal bei dir um. In VIP-Oberfläche sieht das so aus, da ist es direkt hier in der Oberfläche integriert. Das heißt, man sieht seine ganzen offenen Unterschriften, Geschichten oder wie gesagt, wenn auch Formularfelder hier ausgefüllt werden sollen. Gut, wir gehen mal wieder zu mir zurück und jetzt wollen wir da die erste Unterschrift setzen. Die habe ich hier jetzt bei dem Hans Meyer in dem Fall drin. Das heißt, der kriegt jetzt hier sozusagen ein E-Mail und ich brauche nur auf den Hyperlink draufklicken und ich müsste jetzt in dem Fall, weil ich hier vorher als Ulrich Isermeier drin war, mich kurz abmelden. Das ist der Nachteil, wenn man das so macht, aber es macht nichts. Ich mache es nochmal, also nochmal die entsprechende E-Mail. Und jetzt geht der Default-Browser auf, er rendert sozusagen das Formular. Ich bin der Erste, der das ausfüllt. Ich sehe diese Felder da oben gar nicht, aber ich sage, hier soll bitte Document Cloud gemacht werden. Jetzt habe ich mehrere Seiten, dann springt der mit weiter zum nächsten Formularfeld, was ich machen soll. In dem Fall soll ich eine Signatur machen, kann man aber auch weglassen. Also man könnte auch ohne Signatur machen. Dann haben wir ja natürlich zahlreiche Webinare auch zum Sign-Thema. Wir hatten letzte Woche ein Adobe Sign-Webinar für Grundlagen und da kommen noch jede Menge auch in Deutsch. Schauen Sie sich die gerne auch mal an. Ganz kurz, es gibt halt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Unterschrift machen kann. Ich habe eine eingescannte Unterschrift hier drin und jetzt kann ich das halt losschicken. Und wie ist das mit der Rechtsgültigkeit der Unterschriften? Das Schöne dabei ist, das ist jetzt eine einfache Signatur gewesen.
Es gibt ja einfach fortgeschritten, qualifiziert. Alles drei kann man mit Adobe Sign abbilden. Und natürlich auch damit mit Acrobat, mit dieser Adobe Sign Integration. Diese einfache Signatur wird dadurch rechtsverbindlich, weil ich ein sogenanntes Prüfprotokoll automatisch im Hintergrund mitschreibe mit einem Zeitstempel. Das ist EIDAS, neue Signaturverordnung, europaweit gültig konform. Und damit habe ich einen Rechtsnachweis und habe sogar auch eine rechtsgültige Unterschrift, obwohl es nur eine einfache ist. Dadurch ist Sign praktisch ein komplett digitaler Workflow halt. Absolut, absolut. Das ist ja das Entscheidende. Genau. So, jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir mal zu Laura Müller. Und das ist das Schöne. Die Laura hat jetzt in dem Fall nur ein Smartphone und ist unterwegs. Und die guckt jetzt mal in dem Fall auf ihre E-Mail und sieht, aha, ich habe hier was auszufüllen. Da, wenn du mal hier rein siehst, da steht jetzt nicht zum Signieren, sondern da steht zum Ausfüllen. Das heißt also, in dem Fall soll die tatsächlich nur das Formular ausfüllen. Und dann sage ich, okay, klick da mal drauf. Und jetzt, ich brauche nichts. Ich brauche als Ausfüller dann nur eine E-Mail-Adresse und einen Browser. Ich zahle auch nichts, sondern ich kriege den Hyperlink, kann das hier entsprechend ausfüllen. Und jetzt siehst du hier oben die Felder. Das heißt also, in dem Fall sagt die Laura Müller, das ist die Müller AG, Ähnlichkeiten mit bestehenden Molkereibetrieben sind rein zufällig. Und die Dame, die heißt Laura Müller. So. Und dann Adresse lasse ich jetzt mal weg. Ist ja auch nicht mandatory. Sag mal fertig. Und auch hier gibt es jetzt im Prinzip ein Feld, was ich nicht mandatory gemacht habe, sonst würde ich das machen müssen. Mhm. Und jetzt schreibe ich mal hier tatsächlich Jan rein. Schauen wir mal, was passiert. Du siehst, dieses Feld taucht auf. Was hast du programmiert? Ja, toll, ne? Was ich alles... nein, ich kann natürlich nicht so gut programmieren wie der Jan. Das war ja jetzt auch wirklich nur Klick, Klick, Klick. Und jetzt machen wir auch noch ein Foto oder könnten eine Datei anhängen. Ja? Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich dich mal kurz ablichten. Ja, so ist in Ordnung. Da hinten sehen wir unsere entzückenden Damen aus dem Marketing, aber sie guckt weg, leider. Und ich sage jetzt Foto benutzen. Und jetzt wird das quasi auch mit angehängt an dieses Dokument. Ich bin eigentlich fertig und könnte jetzt in dem Fall einfach sagen, absenden. Das ist im Endeffekt das gleiche wie eine Unterschrift. Jetzt hätte ich die mit dem Finger machen können und so weiter, aber ich wollte ja nur mal das Formular zeigen. Und das Schöne dabei ist, man kriegt jetzt diese Sachen natürlich auch in dieser Oberfläche hier zurück. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine E-Mail bekommen. Und ich habe auf der anderen Seite natürlich auch hier in dieser Verwaltungsoberfläche sehe ich, das ist jetzt tatsächlich quasi signiert worden in diesem Verlauf. Und das Schöne ist, du kriegst nicht nur das, du kriegst einen Prüfbericht, Anlagen und du kriegst noch diese CSV-Datei, die du vorhin gesehen hast bei dem PDF. Als Excel kriegst du auch noch mit dazu, das zeige ich gleich. Ich zeige erstmal ganz kurz den Prüfbericht. Das heißt also, in dem Fall sieht man, dass der Hans Meyer und die Laura Müller das gemacht haben. Und hier steht Formular ausgefüllt und dann wurde das zurückgesendet. Das ist der Nachweis. Und da ich eine Unterschrift drin hatte, das heißt in diesem Fall hier, da steht auch der Signaturdatum mit einem Zeitstempel. Das ist also ein zertifizierter Zeitstempel. Und eine IP-Adresse drin und das ganze Dokument ist auch geschützt, kann nicht nachträglich verändert werden und ich kriege natürlich als E-Mail auch in dem Fall eine E-Mail zurück, wo das hier entsprechend zertifiziert ist. Das Ganze kann man natürlich auch aus einer Web-Oberfläche starten und auch da möchte ich das mal ganz kurz zeigen. Man sieht das hier, ich bin in dieser Web-Oberfläche und ich habe jetzt hier beispielsweise ein Client Agreement geladen. Und hier in dem Fall ist jetzt hier nicht viel passiert, aber gehen wir mal weiter,
weiter runter zur Signatur Versand. Ein fertiger, signierter Vertrag. Der hat jetzt nicht nur den Prüfbericht, sondern er hat auch die Daten exportiert. Und wenn ich da mal draufklicke, dann kriegst du genau wie vorhin jetzt eine CSV-Datei als Report. Nur kommt die jetzt in dem Fall von Zeilen. Gut, da steht jetzt nicht viel drin, ist aber in dem Fall ja auch egal. Und wenn alle Leute ihre Sachen ausgefüllt haben, wirst du das auch als Excel zurückkriegen. Last but not least, weil die Zeit reißt natürlich, möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Wir haben auch eine Formulartechnologie, die kann man übrigens auch, wenn man VIP oder Enterprise Acrobat Kunde ist, mit der Acrobat PC Version, hat man das automatisch mit dabei. Es gibt ein Plugin für Office 365, für Outlook, für Word, für PowerPoint. Damit kann ich hergehen und kann dieses Plugin starten. Und wenn ich ein Word-Formular habe, wie dieses hier, dann möchte ich natürlich nicht mit Drag and Drop die ganzen Felder da reinschieben. Kann ich machen. Aber wenn ich ein Template habe, wie dieses Formular, dann arbeiten wir mit sogenannten Tags. Mhm. Und Tags sind auch geschwungene Klammern. Dann steht der Formularfeldname. Dann steht die Rolle. Wer soll das ausfüllen? Und dann steht eventuell sogar auch noch eine Berechnung drin oder. Und so kannst du ein Template hier mit Formularfeldern vorbefüllen. Und wenn ich das jetzt mal aus Word starte, dann wirst du sehen, ich bleibe in dem Fall in Word drin. Warum man das jetzt hier nicht macht, muss ich nochmal neu machen. Vorführeffekt. So, machen wir das mal mit einem E-Sign. Central 02, dann sollte das jetzt auch funktionieren. Wird das sozusagen genauso gerendert, wie du das vorhin mit dem Acroforms-Formular gesehen hast. Da war es schon ein Formular. Jetzt ist es aber auch ein Formular, das kommt aber aus Word. Und durch diese Tags habe ich hier schon alles fix fertig befüllt. Das heißt, da steht die Rolle drin, da steht Company als Dings drin, als Formularbezeichnung und natürlich verschiedene anderen Sachen. Das heißt, Zeilen beschränkt sich nicht auf den Umgang mit PDF-Dateien, sondern kann diesen Fall halt auch zum Beispiel aufziehen. Ich kann Word, Excel, PowerPoint nehmen, ich kann Pixelformate, HTML, RTF. Und sobald du mit diesen sogenannten Tags arbeitest, du könntest auch Tags in PDF reinmachen, dann werden die interpretiert. Und diese Tags, die sind richtig, richtig leistungsstark. Da gibt es ein eigenes Tagging-Handbuch. Auch das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Das ist dieses sogenannte Tag-Guide. Kann das hast man du sich im Kopfkissen, meine ich, oder? Das habe ich unter den Kopfkissen und du siehst, da kann man eigentlich alles machen. Ich will jetzt gar nicht hier in die einzelnen Details reingehen, aber das ist so leistungsstark, dass du wirklich ja, nicht dynamische, aber flache Formulare mit Berechnungen und so weiter hier entsprechend befüllen kannst. So, wir zeigen das jetzt nicht, wie das weitergeht, aber in dem Fall ist es im Endeffekt das Gleiche wie das, was ich aus dem Acrobat gestartet habe. Das geht natürlich auch in der Browser-Oberfläche von Adobe Sign. Zeigen wir in den anderen Webinaren. Last but not least möchte ich mal ganz kurz noch zeigen, dass du in Word sogar bleiben kannst. Das heißt, wenn du in Word warst und ich sage, ich möchte das jetzt wegschicken, dann kannst du auch jederzeit in Word bleiben und trotzdem sehen, was ist denn mit dem Formular passiert, wo ist denn das gerade, weil es hier auf der rechten Seite einen sogenannten Agreement-Status gibt. Das heißt, die Orangenen sind offen und die Grünen, die sind schon abgeschlossen und du könntest sogar direkt hier reingehen und könntest sagen, zeig mir das doch mal von hinten, das wird vom Server runtergeladen, vom Frankfurter Amazon-Server, vom Sign-Server und ich hätte sofort Zugriff auf diese entsprechende PDF, die ausgefüllt wurde. Und da sehen wir schon, das ist der gleiche Account. Das heißt, das, was die Laura Müller da fotografiert hat, ist tatsächlich als Anhang dran. Die Daten sind hier und ich möchte einfach mal die ganze PDF runterladen und dann zeigen und sage okay.
Öffne mir die mal. Und dann siehst du, da kommt ein Zertifikat oben drauf. Das ist sozusagen auch entsprechend hier mit einem Zertifikatdetail nachvollziehbar. Und du hast dann hier deinen Anhang auch noch als PDF dran und die Daten hast als CSV-Bekommen. Also das ein kleiner Ausblick, was man mit Sign und Formularen machen kann, was man mit der Kombination Acrobat, Acroforms und Sign machen kann. Wie gesagt, funktioniert auch auf dem Browser und funktioniert auf jedem Smartphone. Ich brauche keine Applikation, brauche keinen Reader. Und dann sind wir im Endeffekt jetzt dann auch schon an dem Punkt, wo wir auf unser anderes Webinar mit einem Forms Designer hinweisen wollen. Vielleicht kannst du einen Takt dazu sagen, was wir jetzt gerade gesehen haben und was wir in dem anderen Webinar kurz zeigen. Ja, wir haben ja jetzt gesehen, dass wir, ich sag mal, unser Layout beispielsweise mit Word oder mit InDesign oder Ähnlichem gemacht haben, das ins PDF überführt haben und dann innerhalb von Acrobat mit Formularwerkzeug gearbeitet haben, entweder über Sign, die Felder aufgemacht haben oder eben über die Acrobat-Formularfelder. Haben da aber immer ein statisches Formular gehabt. Das heißt, das ändert sich halt soweit nicht. Im dynamischen Formular, da ist es so, dass wir ein spezielles Werkzeug brauchen, den IAM Forms Designer, und der ersetzt dann sozusagen unser Word oder unser InDesign. Das heißt, wir bauen unser Layout in diese Applikation auf. Das hat den Vorteil, dass am Ende, wenn wir ein PDF abspeichern, wir das als sogenanntes dynamisches PDF abspeichern können. Und dieses dynamische PDF lässt sich eben durch Eingaben vom Anwender ja dynamisch erweitern. Also vielleicht Genau. abschließend kurz gezeigt hier. Genau. Ich schalte mal kurz rüber. Ich weiß, wir haben schon die Zeit überzogen, aber Genau. die 2 Minuten haben wir vielleicht Ich noch. habe jetzt einfach mal einen Vordruck sozusagen im IAM Forms Designer geöffnet. So sieht das praktisch die Arbeitsumgebung aus. Und dann kann ich hier in die PDF-Vorschau gehen. Und unter Dynamik verstehe ich eben sowas, dass ich mir jetzt hier Zeilen dazu schalten kann. Ja, und wenn jetzt die Seite nicht mehr ausreicht, dann mache ich das halt, klicke ich da so häufig drauf, bis eine zweite Seite entsteht. Oder von mir aus auch eine dritte Seite. Und das kann auch natürlich gekoppelt werden mit Datenbanken und so So ist es, weiter. genau. Das heißt, die Daten, die können jetzt nicht nur interaktiv von mir hier eingetragen werden, sondern die können beispielsweise auch über einen XML-Datenstrom da reingeladen werden. Und dann reagiert sozusagen dieses Template auf diesen Datenstrom. Genau. Seien Sie da gespannt auf das Webinar. Wir zeigen das ausführlich natürlich und nicht nur das, sondern wir zeigen auch AEM Forms, Adobe Experience Manager Forms, wo im Endeffekt halt diese ganze Sache auch noch mit HTML5 Formularen automatisch als Ergebnis rauskommen. Das heißt also, PDF ist eher ein Abfallprodukt und ich habe das mit Smart Forms hier. Ja. Du lachst. Das ist kein Abfallprodukt. Ja, Das Entschuldigung. ist Ja, nie. nein, aber es kommt automatisch raus. Ja. Gut, last but not least, vielleicht noch 2 Sätze. Mit Adobe Sign können Sie natürlich Workflows gestalten. Die sind natürlich einfacher Natur. Man kann als Adobe Sign in komplexere Workflow-Systeme einbetten, zum Beispiel Nintex, SharePoint und so weiter. Oder man macht es mit einem Forms. Da ist auch ein entsprechender Workflow-Engine, der nennt sich Workbench, mit drin. Da kann man sehr, sehr komplexe Sachen abbilden. Werden wir nächstes Mal, wie gesagt, darauf eingehen. Und damit bin ich eigentlich soweit durch. Ein letztes Schmankerl, wenn Sie sich mal das angucken und Sie haben eine QR-Code-App oder Sie haben ein iPhone, beim iPhone brauchen Sie nur quasi Kamera draufhalten, dann öffnet sich dieser Link hier und den möchte ich eigentlich auch mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich ein sogenanntes Webformular und dieses Webformular, das ist im Endeffekt nichts anderes wie mit Adobe Sign Enterprise erzeugt in eine Webseite integriertes Formular. Da weiß ich noch gar nicht, wer Lass die das Leute das Form ausfüllt. scannen. Musst du wieder einblenden. Ach so, war das jetzt zu Das war zu kurz? schnell. Das war zu schnell. Gut, ich gehe Da, nochmal genau. zurück. Dann machen wir das vielleicht so. Ich zeige das im Browser quasi nebendran. Moment. So. Und macht das mal quasi ein bisschen schmaler, dann können Sie das sehen. Das funktioniert mit Ihrem Smartphone, mit Ihrem Browser
Und wir können auch gerne nachher nochmal den Link in den Chat rein machen. Ansonsten machen Sie einfach ein Foto davon, dann geht das auch. Da können Sie reinschreiben, ob Ihnen das Webinar gefallen hat, haben vielleicht Bemerkungen, welche Sachen Sie von uns brauchen. Und hier ist auch ein dynamisches Formular drin. Ich möchte kontaktiert werden. Wenn ich auf Ja klicke, dann kommt eine E-Mail-Adresse. Wenn ich auf Nein klicke, ist sie weg. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was ich eben gezeigt habe. Nur das ist ein Webformular. Ja, das heißt, das kann ich sogar in meine Webseite integrieren. Und es gibt da noch ein sehr schönes anderes Beispiel, wo wir das in irgendeine Webseite integriert haben, wie man sowas machen kann. Gerne dazu noch mehr in anderen Webinaren mit Adobe Sign. Wir sind damit jetzt am Ende und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie gerne Adobe oder wenden Sie sich direkt an den Jan Hilmer, www.formatix.de. Dann wünschen wir Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir bleiben aber im Chat drin, also wir beantworten jetzt noch die Fragen.